Was aber die Pistons erreicht haben, was Mello erreicht hat. Du hast mir nur gesagt, ich habe dir alles erklärt. Alles. Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Nimm dir meine Notizen mit und lies sie dir zu Hause nochmal durch. Ich habe dir alles gegeben. Alles. Nice. Alles. Wir brauchen sowieso irgendwas im Kamin, was brennt. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shots Fire. Das ist Donnerstag, es ist ein Tag vor Weihnachten. Deswegen sagen wir schon mal frohe Weihnachten an euch. Wir haben natürlich nochmal zwei fette NBA-Debatten mit vorgegebenen Rollenverteilungen. Hier auf diesem Kanal geht es heute mal um das Thema What-Ifs. Sehr, sehr oft gewünscht, was wäre, wenn Derrick Rose sich niemals verletzt hätte? Was wäre, wenn Carmelo Anthony doch von den Pistons gedraftet worden wäre? Was wäre das größere What-If gewesen? Das besprechen wir heute hier auf diesem Kanal. Und auf deinem Kanal muss man sagen, eine der meist angefragtesten und heftigsten NBA-Debatten, period, und natürlich auch Shots-Fire-Themen, Magic Johnson oder Larry Bird. Wer war der krassere, großartigere Spieler? Sehr, sehr heftige Debatte. Auf jeden Fall abchecken auf Sievers Kanal. Auch nochmal hier ein kleines Weihnachtsgeschenk von uns an dieser Stelle. Um uns auch zu bedanken für den Support im ganzen Jahr. Es war wirklich mega. Vielen, vielen Dank dafür, Leute. Wir müssen einmal unseren Standpunkt aus der letzten Debatte auflösen, denn dort ging es um Stephen Curry. Ist er, wenn er am Ende des Jahres jetzt einen Titel und einen Finals-MVP gewinnen sollte, dann in der Top-10-Liste of all time? Du hast gesagt, ja. Ich war dagegen. Dein echter Standpunkt? Also wenn er den Titel holt mit Finals-MVP und MVP, dann kratzt er auf jeden Fall an der Tür. Mhm. Ich glaube, er braucht dann trotzdem noch zwei, drei krasse Jahre, in der vielleicht noch der ein oder andere Rekord fällt, vielleicht noch ein Titel dazukommt. Er hat eine Chance, aber ich würde mich, glaube ich, nach dieser Saison schwer tun, aus dieser Krankenliste schon jemanden zu verdrängen. Deswegen momentan noch eher in dieser 11 bis 14er Range. Aber er hat einen Shot für mich. Ja, ich finde 11 bis 14 steht ihm auch sehr, sehr gut. Das ist wirklich eine krasse Leistung. Und wie du sagst, wir haben es halt noch nicht bis zu Ende gesehen. Aber jetzt alleine nach diesem Jahr und vor allem dann nur mit einem Finals-MVP ist einfach schwer für ihn dann zu argumentieren, obwohl er einen ganz guten Case natürlich hat. Wie in jeder Folge könnt ihr natürlich auch heute nochmal den NBA League Pass Code gewinnen in beiden Debatten. Dafür einfach unten mitdiskutieren, Instagram-Namen bitte, bitte dazu schreiben, damit wir euch auch kontaktieren können, wenn der Zufallsgenerator euch auswählt. Hier seht ihr einmal den Gewinner aus der letzten Woche eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und jetzt geht es in die History, What-If-History. Was wäre, wenn Mello oder Derrick Rose? Du sagst, Derrick Rose ist die krassere Story, wäre viel heftiger gewesen für die Liga und für ihn. Ich sage, ey, wenn Carmelo von den Pistons gedraftet worden wäre, wäre alles anders gekommen. Jetzt, du hast das Eröffnungsplädoyer, du bist der Gast. Okay. Spannendes Thema, aber für mich ein absoluter easy win. Also, mit Ansage. Ja, mit Ansage. Okay. Derrick Rose, ganz klar, das größere What-If. Du trägst sogar sein Trikot. Vielen Dank dafür. Schauen Damit wir uns die Leute an. Wissen, ich bin D-Rose-Fan. Okay. Ja, ich bin D-Rose-Fan. Und trotzdem gibst du ihm nicht das größere What-If. Okay. Schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Pistons 2003. Wo standen sie? Waren bereits auf dem Weg zum Contender. 2002, zweite Runde. 2003 schon bis in die Conference Finals gekommen. Der Pick dann im Draft 2003. Sicherlich eine der größten Draft-Fehlentscheidungen aller Zeiten. Du pickst Darko Milicic, während Dwayne Wade, Chris Bosh und Carmelo Anthony noch zu haben sind. What the fuck? Das tut wirklich brutal weh. Ja. Aber, und das ist jetzt mein Punkt, weder für die Pistons noch für Melo hatte diese Entscheidung auch nur annähernd so dramatische Folgen wie die Verletzung für Derrick Rose. Hör mir zu. Hör mir zu. Wie lange sind wir jetzt in? 3-4 Minuten? Wäre das der schnellste Walkout ever, wenn ich jetzt schon gehe? Hör mir zu. Ja, ich also, versuch's. Die Pistons wurden trotzdem 2004 sensationell Champion gegen die Lakers. Hätten 2005 fast den Repeat geholt, in Game 7 gegen die Spurs verloren, Shoutout Big Shot Rob. Konnte man halt nichts gegen machen. Trotzdem 6 Jahre in Folge Conference Finals. Wie gesagt, der Titel dazu, Awards ohne Ende, 4-mal Defensive Player of the Year für Ben Wallace, Finals MVP Chauncey Billups, Coach of the Year für Rick Carlisle, Sixth Man of the Year für Corliss Williamson und Executive of the Year für Joe Dumas. Also wirklich eine tolle Ära, 6, 7 krasse Jahre und der Ring. Das heißt, die Pistons sind an dieser Entscheidung nicht zerbrochen. Hätten sie mit Melo vielleicht auch 2005 den Titel geholt, vielleicht noch einen dritten Titel geholt,
Denkbar, aber diese Fehlentscheidung war jetzt nicht der Unterschied zwischen Titel und Draft Lottery. Also die Pistons hatten trotzdem eine erfolgreiche Ära, eine große Ära. Das kannst du nicht abstreiten. Was hat Melo gemacht in seiner Karriere, obwohl er dann eben von den Nuggets gedraftet wurde? 10-mal All-Star, 2-mal All-NBA Second, 4-mal All-NBA Third, Scoring Champion 2013, einer der 75 besten Spieler aller Zeiten, 3-mal Olympiagold, 2-mal USA Basketball Male Athlete of the Year, hat die 9th-meisten Punkte in NBA History gescored, legendäres Resümee, First Ballot Hall of Famer. Vielleicht kommt zum Abschied sogar noch ein Titel dazu mit den Lakers, wer weiß, müssen wir jetzt nicht mehr von ausgehen, aber sehr realistisch seine Karriere ist noch nicht ganz vorbei. So oder so, unabhängig davon, blickt er auf ein tolles Resümee zurück, Hall of Fame-Karriere, einer der besten Scorer aller Zeiten. Und auch hier, dieser Draft, dieser Pick der Pistons und die Tatsache, dass er bei den Nuggets gelandet ist, hat nicht seine Karriere zerstört oder alles verändert. Okay. College Champion als Freshman mit Syracuse haben wir auch vergessen. Ja. Der Typ hat ein krankes Resümee. Ja. So, und ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich muss dir nicht erzählen, was mit Derrick Rose passiert ist. Da komme ich aber gleich zu. Du brodelst schon, ja, deswegen will ich dich erstmal sprechen lassen. Also zu sagen, es hätte nichts an Mellows Karriere geändert. Das habe ich nicht gesagt. Natürlich, du hast mir gerade aufgezählt, was für ein krasser Spieler Melo ja ist, genau, und wurde und wo er überall steht, all time. Und deswegen, genau, hätte der Pistons-Pick jetzt gar nicht so viel verändert. Er hätte wahrscheinlich ein, zwei Titel mehr, ja. Aber er hat ihm nicht so viel genommen, wie die Verletzung Derrick Rose genommen hat. Das muss ich einmal kurz festhalten. Das, okay, ist mein Punkt. Okay, jetzt zitiere ich Carmelo selbst. Mhm. Er sagt, bis heute, hat er neulich erst in einem Podcast gesagt, bis heute denkt er jeden Tag daran, dass die Pistons ihn eigentlich draften wollten, dass er eine Abmachung mit ihnen hatte und dass erst am Tag des Drafts, kurz vor dem Draft, er erfahren hat, sie nehmen ihn doch nicht, sie nehmen Miličić. Das zeigt dir schon mal, wie krass das noch an Melo nagt. Warum nagt das so sehr an Melo? Er hat selber gesagt, seine Karriere wäre eine ganz andere gewesen. Bei den Pistons wäre er zu einem Championship-Team gekommen. Möglicherweise hätten sich ein paar Dinge im Team verändert und ich lasse sogar mit mir drüber streiten, ob sie dann 2-4 überhaupt den Titel gewonnen hätten, wenn sie Melo gehabt hätten und so weiter. Aber wen hätte er da gehabt? Er hätte eben jenen Chauncey Billups gehabt, Ben Wallace, Richard Hamilton, Tayshaun Prince, was war, und Larry Brown als Coach. Was war das für eine Organisation? Das war eine Winning Organisation und es war eine defensiv orientierte Organisation. Carmelo Anthony hätte ein ganz anderer Spielertyp werden können, denn er hat alle Anlagen, um ein Top-Verteidiger zu sein. Warum wurde er das nie in seiner Karriere? Weil er von den Nuggets gedraftet wurde und die haben zu einem 19-Jährigen gesagt, hier sind die Schlüssel zur Franchise, mach was du willst, interessiert uns nicht, unser Team ist sowieso Trash. Und dann zu Melos Props, er hat eine viel bessere Rookie-Saison gespielt als LeBron, hat die strugglenden Nuggets zu einem Playoff-Team gemacht, in der Western Conference, die viel schwerer ist als das, was LeBron im Osten zu retten hatte mit den Cavaliers. Und jetzt stelle ich mir diesen Typen vor, noch jung und formbar, nicht den Melo später, sondern den 18-, 19-jährigen Melo, den bei einem Championship-Team unter Larry Brown mit Defensivspezialisten. Was meinst du, was aus dem hätte werden können? Ich will jetzt nicht direkt den Namen Kawhi Leonard in den Raum werfen, weil ich glaube, dass das Level an Defense nicht möglich gewesen wäre. Aber ein defensiv orientierter Melo, der ein super 3-and-D-Spieler geworden wäre und noch selber eine Offense tragen kann, überleg dir das mal. Überleg dir mal, was aus Melo hätte werden können, anstatt dass du ihn in eine Trash-Franchise wirfst und sagst, hier sind die Schlüssel. Das ist ein Riesenunterschied, dass das ausmacht. Okay. Glaubst du, er hätte diese krasse Rookie-Saison, du hast gesagt, besser als LeBron, auch in Detroit gespielt? Nein, nicht genau. Nein, er hätte überhaupt nicht die Möglichkeit bekommen, sich zu entfalten dort. Das weiß ich nicht. Nicht die Möglichkeiten, die er in Denver hatte. Du bist bei einem Contender, bei einem Team mit Championship Aspirations, das einfach wirklich Teambasketball spielt, in dem das Team der Star ist. Da wirst du nicht einen Rookie 20 Punkte im Schnitt machen lassen und 18 Würfe pro Spiel nehmen lassen. Das sage ich auch nicht. Ich sage auch nicht, dass seine Entwicklung die gleiche gewesen wäre. Ich sage nur, für ihn als Spieler wäre es besser geworden. Denn wir sind uns doch auch einig, spätestens in Jahr 3, 4, 5 hättest du Melos Entwicklung nicht mehr aufhalten können. Er ist einer der besten Scorer aller Zeiten. Und dann hätte auch Larry Brown irgendwann eingesehen, okay, wir müssen diesen Jungen jetzt nutzen. Als Rookie sicherlich noch nicht, aber in den Jahren darauf schon. Und gerade dann, als die
Pistons so ein bisschen auseinandergebrochen sind, hättest du einen Melo gehabt, der ein paar Jahre in diesem System gereift ist, das hätte ihm so gut getan. Aber okay, erstmal machst du es dir ein bisschen einfach, wenn du sagst, okay, der redet dreimal mit Larry Brown und dann wäre aus ihm ein krasser Verteidiger geworden. Der spielt drei Jahre unter Larry Brown. Der spielt mit Tayshaun Prince, mit Ben Wallace. Du hast es selber gesagt, viermal Defensive Player of the Year. Carmelo Anthony wäre dann das Second Coming of Kawhi geworden. Habe ich nicht gesagt. Aber er wäre ein krasser Verteidiger geworden. Sei mal dahingestellt. Und jetzt stell dir mal mit krasser Defense vor. Was ist das alleine schon für ein What-If? Aber sei mal dahingestellt. Ja. Er hat sich ja trotzdem auch in Denver nicht schlecht entwickelt. Er wurde ja nicht zu einem schlechten Basketballer. Du sagst... Was ist das Resümee von Melo? Dass er in der NBA. Was sagen wir über Melo? Ein Scorer ist. Eine Scoring-Maschine ist. Okay, sagen wir, er ist ein Winner? Nö. Sagen wir, er ist ein Defender? Nö. Sagen wir, er ist ein Teamplayer? Eher weniger. Okay, all diese drei Sachen werden mit dem Pistons-Pick gebuckt. 100%. In dem Team hätte er keine Superstar. Du hast einmal durchsimuliert, ne? Einmal durchsimuliert. Ich habe es bei 2K einmal durchsimuliert, okay. Ja. Und er wurde Champion. Also, was hat Melo denn gemacht in seiner Karriere? In Denver. In 6 von 7 Jahren in Runde 1 verloren. Einmal Conference Finals gegen Kobe dann verloren. Mit Chauncey Billups übrigens. Mit einem alten Chauncey Billups. Ist nicht das Gleiche. Mit den Knicks. Nur 3-mal in den Playoffs gewesen. 2-mal in Runde 1, 1-mal in Runde 2 raus. Und dann noch einmal Erstrunden aus mit OKC und 2-mal Erstrunden aus mit Portland. Der Typ hat in seiner ganzen Karriere 2-mal die fucking erste Runde überstanden. Jetzt zu sagen, wenn er am Anfang seiner Karriere mit den Pistons gespielt hätte, wäre er ein ganz anderer Typ gewesen. Ganz andere Mentalität, Siegertyp, Teamplayer, Defender. Damit machst du es dir ein bisschen einfach. Der Typ ist eine Scoring-Maschine, aber er ist kein Winner und er ist auch nicht und wäre auch niemals der beste Spieler eines Championship-Teams geworden. Kann ich dir nicht geben, auch nicht mit dem Pistons-Pick. Okay, bevor wir jetzt die ganze Zeit nur über Melo diskutieren, Dann erklär mir bitte, was Derrick Rose gemacht hätte, wenn er sich nicht verletzt hätte. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was da passiert wäre. Gerne. Okay, gerne. Hau raus. Also, Derrick Rose wurde nach nicht einmal 4 Jahren in der Liga die Chance auf eine absolute Superstar-Karriere genommen. Fangen wir an. Erster Pick 2008. Gedraftet von seiner Hometown-Franchise, den Chicago Bulls. Perfekter Start einer glorreichen Geschichte. Rookie des Jahres. Bereits in seiner dritten Saison All-NBA First, jüngster MVP aller Zeiten mit 22, nach 4 Saisons schon 3-mal All-Star und dann passiert es. 2012 Playoffs, die Bulls sind zum 2. Mal in Folge das beste Team im Osten mit einem sehr jungen Team, mit einem Leader, der 21, 22 ist. Du spielst zu Hause gegen die Sixers, führst 1,22 vor Schluss mit 12 Punkten, Game Over. Derrick Rose hat 23-9-9 aufgelegt, das Ding ist durch. ACL-Tear, wir kennen die Geschichte. Playoffs gelaufen, Saison gelaufen, die Saison danach gelaufen. Und wir wissen es alle, Derrick Rose war danach nie wieder der Alte. Und aufgrund er war der einen Verletzung? Es kamen noch Verletzungen hinzu. Es kamen noch Verletzungen hinzu. Aber das war eben der Startschuss. Und Derrick Rose war gerade dabei, den Osten die Liga zu übernehmen. Nicht in dem Sinne, dass er besser als LeBron gewesen wäre. Ich sehe es an deinem Blick, du bist oder schockiert. Oder die Heat. Aber Big Free Heat. Dieses junge Team hat uns schon 2008, also wirklich ganz am Anfang seiner Karriere, 2009, eine der größten Playoff-Serien aller Zeiten geliefert. Absolute Empfehlung, wenn ihr sie nicht gesehen habt, kann man sich immer wieder geben. 2009 Celtics Bulls, ich glaube 2-mal Overtime, 1-mal Double Overtime, 1-mal Triple Overtime. Extrem junges Team gegen den Defending Champion Boston. Kirk Heinrich, Ben Gordon, Brad Miller, Joakim Noah und eben Derrick Rose. Epische Serie. Dann, wie ging die aus? Ja. Ah ja. Ja, der Champion Boston hat in 6 Spielen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Aber die Entwicklung ging ja weiter. Wie gesagt, 2011 und 2012 bester Rekord im Osten. 2011 Conference Finals, da dann gegen LeBron, Wade und die Heat verloren. Das kann mal passieren. Aber du warst ja noch ganz am Anfang dieser Entwicklung. Du warst ein junges Team. Und was hat Derrick Rose 2011 gemacht? Mit 22 Jahren in den Playoffs. Sein Team in die Conference Finals getragen mit 27 Punkten, 7,7 Assists und 4,3 Rebounds in 16 Playoff-Spielen. Und das ist ein wichtiger Punkt. 16 Playoff-Spiele. In diesem einen Run 2011. Wie viele Playoff-Spiele hat Derrick Rose seit seiner Verletzung gemacht bis heute? Boah, 22. Richtig gute Frage. 22. Ja, okay. Das ist eine Tragödie.
Der Typ hatte in seiner MVP-Saison einen Run mit 16 Playoff-Spielen und hat bis fucking heute, also in fast 10 Jahren, nur noch 22 Playoff-Spiele gemacht. Wir wurden und er wurde einer großartigen Karriere beraubt. Mhm. Und warum? Warum ist es so, dass wir alle so emotional reagiert haben, so mitgenommen wurden, als er für die Timberwolves gegen Utah die 50 Punkte gescored hat? Er stand auf dem Feld, hat geweint. Vielen Fans kamen wahrscheinlich auch die Tränen. Das hat uns alle irgendwie berührt. Warum ist das so? Nicht, weil wir sagen, oh wow, ein Timberwolves-Spieler, der 50 Punkte scored, das ist so schön. Nein, weil wir alle sagen, fuck, dieser arme Typ, wir wissen alle, was er konnte. Wir wissen alle, welcher Weg vor ihm lag. Und der Typ, dem wurde alles genommen und deswegen tut es so gut, dass er jetzt nochmal in der Lage ist, so ein Spiel hinzulegen. Das waren die Gefühle, das waren die Emotionen. Bei ihm und bei uns als Fans, bei euch als Fans. Und warum ist das so? Niemand sagt doch heute, wenn er ein Pistenspiel guckt, boah, fuck, und die könnten Melo haben können, das berührt mich immer noch. Oder niemand sagt, wenn er Melo spielen sieht, boah, wieso konnte ich den nie im Pistenspiel sehen? Nein, Derrick Rose, ganz anderer Impact. Okay, ey. Das Einzige, was ich dir gebe, ist dieser emotionale Faktor. Das stimmt wirklich. Der heulende Derrick Rose da, und wir wissen natürlich alle, wie viele Jahre er durch diesen Struggle gegangen ist. Aber das ist ja schon mein erster Counterpunkt eigentlich. Wir argumentieren hier gar nicht ein What if sich Derrick Rose 2012 nicht in den Playoffs verletzt hätte. Wir argumentieren hier auch, was wäre, wenn er sich danach nicht 190 Mal verletzt hätte. Jedes Mal an einem anderen Knie, an einer anderen Achillessehne oder Achillesferse oder was er sonst alles hatte. Der Typ ist ja eine Baustelle leider seit 2012. Das tut mir wirklich sehr leid für ihn, aber da geht es nicht nur um eine Injury und um diese eine Situation da in den Playoffs. Klar, das war der Startschuss, wie du sagst. Die anderen Gelenke und Knochen und Sehnen haben sich dann aber nicht gesagt, oh Jungs, der ACL ist gerissen, jetzt können wir auch. Das kam ja einfach aufgrund seines Games, weil er einfach einen Spielstil an den Tag gelegt hat, den abgesehen von Russell Westbrook eigentlich nie jemand verletzungsfrei überstanden hat. Das ist einfach kein Spielstil, den du nachhaltig in der NBA spielen kannst. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Du sagst, er hätte noch Erfolge gehabt in der Eastern Conference. Ich frage mich ehrlicherweise, wo? Wer war der zweit-drittbeste Spieler in diesen Mannschaften, die er hatte? Carlos Boozer, Joakim Noah, Luol Deng. Die Eastern Conference war seit 2011 dominiert von LeBron James. Erst 4 Jahre mit den Heat und danach mindestens 3 Jahre mit den Cavaliers. Da hätte ein Derrick Rose geführtes Team niemals irgendwas gerissen. Möglicherweise hätten sie es bis in die Playoffs gegen LeBron geschafft und wären dann jedes Mal gescheitert. Wir erinnern uns alle, 2013, wer hat Derrick Rose aus dem Spiel genommen? Es war LeBron selbst. LeBron hat den MVP Point Guard verteidigt. So eine Maschine war der damals. Und er hatte das viel bessere Team. Das heißt, Derrick Rose hätte überhaupt nichts gewonnen in diesen Jahren. Muss man ganz ehrlich so sagen. Und die wichtigste Frage. Nenn mir ein Championship-Team aus den letzten, whatever, 30 Jahren, das mit einem unter 1,90 großen Point Guard irgendwas gerissen hat. Spoiler, kannst du nicht. Es geht zurück bis zu den Bad Boy Pistons mit Isaiah Thomas. Er ist der einzige kleine Point Guard, um den jemals ein Championship-Team aufgebaut wurde. Alle anderen, Steph ist 1,90. Und wir haben es in meiner Debatte neulich auch debattiert, wann war Steph hier der beste Spieler seiner Mannschaft? Als das, die Champ das Pass machen wir nicht auf. Da guck lieber nochmal die Debatte. Da möchte ich jetzt nicht nochmal mit anfangen. Okay, und um das zu Ende zu bringen, Derrick Rose ist lange kein Stephen Curry. Steph Curry ist ja nicht nur der größte Shooter aller Zeiten, sondern auch der größte Off-Ball-Player aller Zeiten. Der macht seine Teammates viel besser, als es Derrick Rose jemals gekonnt hat. Guck dir Steph Curry in seinem 4. Karrierejahr an und guck dir Derrick Rose in seinem 4. Karrierejahr an und halte dann fest, dass Derrick Rose sich ab Jahr 4 nicht mehr weiterentwickeln konnte. Da war der Cut. Wir haben ja das Beste von ihm noch gar nicht gesehen und das, was wir bis dahin gesehen hatten, war ja schon crazy. Ich habe dir die Stats gerade aufgezählt in den Playoffs, unter anderem gegen LeBron, 27, 8 und 4. Ja, der Typ war noch ganz am Anfang seiner Entwicklung. Ja, aber auch das, du sagst, ja gut, die hätten ja eh nie eine Chance gehabt. Erstens, du weißt überhaupt nicht, wie sie sich verbessert hätten. Und zweitens, wer war denn der ärgste Widersacher der Heat in diesen Jahren? Das waren am Ende die Pacers. Die Pacers und die Celtics. Die Celtics noch bis 2012, aber danach waren es die Pacers, haben sie in ein 7. Spiel sogar gezwungen. Und dann die Raptors. Wer waren denn die Pacers mit
Roy Hibbert, Lance Stevenson und PG-13. Und die 13 passte damals wirklich noch, weil er nicht viel älter war. Das war dein Nummer 1 Kontrahent. Und dann willst du ihm sagen, dass diese Bulls, die schon ab 2008 so kranke Serien hingelegt haben, sich nicht hätten verbessern können mit einem immer besser werdenden Derrick Rose. Ich sag nicht, sie hätten die Heat geschlagen, yeah, aber sie hätten mindestens auf dem Level wie Indiana dagegen halten können. Und ich hätte ihnen vielleicht auch ein bisschen mehr zugetraut, wenn Derrick Rose sich weiter so entwickelt hätte, wie wir es zwischen 2008 und 2012 gesehen haben. Okay, also guck mal, du hast einen Point Guard, der ab seinem vierten Jahr letztendlich sich nicht mehr weiterentwickelt hat, richtig? Und wir nehmen nur Annahmen heran und sagen, ja, das und das wäre passiert. Ja, machst du doch auch mit Melo. Nein, Moment. Bei Carmelo Anthony habe ich einen Hall of Famer jetzt schon. Ich habe einen der 75 besten Spieler. Ich habe einen Top 10 Scorer of all time. Und den stelle ich als 19-Jährigen am Anfang seiner NBA-Karriere nicht in eine Trash-Franchise ohne Veteranen, die ihn irgendwie guiden können, stelle ich ihn in ein Championship-Team und unter einen Hall of Fame-Coach. Das ist doch was ganz anderes. Nein, das hätte Mellos Karriere. Wir haben ja Mellos Karriere vor uns gesehen. Und jetzt stelle ich mir Mello mit einem viel besseren Supporting-Cast vor. Vor allem auch für die mentale Entwicklung für einen 19-Jährigen, der plötzlich auf einen Schlag Multimillionär wird. Das ist doch ein ganz anderer Faktor. Du weißt, wie krass Mello abgedriftet ist in den ersten paar Jahren, nach seiner Rookie-Season. Die Stop-Snitching-DVD, wie er die Bronzemedaille in irgendeinen See geworfen hat. All dieses Zeug wissen wir über Mello. Meinst du, das wäre passiert, wenn er Veteranen gehabt hätte wie Chauncey Billups, wie Ben Wallace, wie Rasheed Wallace? Meinst du, er hätte sich da sowas erlauben können? Ich glaube nicht. Rasheed Wallace hätte gesagt, there you go, mach weiter so. Habe ich damals auch gemacht. Nein, Pistons Rasheed Wallace nicht mehr. Aber bei den Blazers, hör mir mal zu. Als Top-Pick ist es ganz normal, dass du zu einer Trash-Franchise kommst. Das war eine absolute Ausnahmesituation, dass die Pistons als Contender überhaupt diesen Pick hatten. LeBron zu den Cavs. Die waren auch ein Trümmerhaufen. Ja. Das ist nun mal das Schicksal, was du hast als Top-Pick. Und dann zu sagen, weißt du, der arme Mello. Nein, weißt du, womit du es vergleichen kannst? Du kannst es perfekt vergleichen mit Magic Johnson. Magic Johnson hatte ultra Glück, 1979 an erster Stelle gepickt zu werden von den Lakers. Die waren auch ein Championship-Team, haben aber durch was auch immer den ersten Pick bekommen. Stell dir mal Magics Karriere vor, wenn er damals, whatever, 79, keine Ahnung, wer der Trash war, höchstwahrscheinlich die Hawks. Stell dir mal die Magic bei den Hawks vor. Ja. Meinst du, das hätte nicht seine Karriere beeinflusst? Gäbe es dann Showtime Lakers? Gäbe es dann den Hall of Famer Magic Johnson? Wahrscheinlich schon, ja. Okay, aber, gäbe es den fünffachen Champion Magic Johnson? Das Greatest Player of all time? Musst du mir einmal durchsimulieren auch bei 2K, das weiß ich nicht. Aber das ist ja auch mein Punkt. Ich sage ja nicht, dass Mellos Karriere nicht irgendwo anders verlaufen wäre. Und ich gebe ihm von mir aus auch zwei Titel mit den Pistons, die er vielleicht geholt hätte. Aber erstens, und das ist auch nicht als bester Spieler, lange nicht als bester Spieler, weil das wäre wär in seinem ersten Jahr und seinem zweiten Jahr auch nicht gewesen. Nee, vor allem nicht unter Larry Brown und den Spielanteilen, die er da bekommen hätte. Mhm. Wäre er nicht. True. Und nochmal, die Pistons hatten ihre Ära. Mit zweimal Finals, sechsmal Conference Finals, Titel und Awards ohne Ende. Und genauso hatte Mello auch seine Hall of Fame-Karriere. Die können beide zurückblicken und sagen, geil. Derrick Rose kann nicht zurückblicken und sagen, geil. Das ist der Unterschied. Derrick Rose, alles, was er bekommt, ist absolut ab und zu mal ein bisschen Liebe. Ein paar Third-Place-Votes beim Sixth Man of the Year. Das ist alles, was übrig geblieben ist von dem MVP Derrick Rose. Dem wurde nach vier Jahren alles genommen. Die Pistons hatten eine geile Ära, sind Meister geworden. Mello spielt seit 20 Jahren in der NBA, hat eine Hall-of-Fame-Karriere hingelegt, Rekorde eingestellt, einer der 75 besten Spieler aller Zeiten. Dem wurde hat nicht, nie Erfolge gefeiert. Ja, selbst schuld. Ich habe dir das vorgelesen. Ja, so. Du standest mit Denver. Du sagst, Trash-Franchise. Direkt im Rookie-Jahr in den Playoffs gewesen. 6 von 7 Mal aus in Runde 1. Bei den Knicks nichts gerissen. Danach nichts gerissen. Ja, sorry. Ist dann auch mit deine Schuld. Ich glaube, wenn LeBron zu den Nuggets gedraftet worden wäre, hätte er dann auch 6 Mal in 7 Jahren die erste Runde verkackt? Nein, hätte er nicht. Musst du dir auch mal selber ankreiden lassen. So, und nochmal. Derrick Rose wurde viel mehr genommen als den Pistons und Mello, weil Mello und die Pistons können beide sagen, trotz dieser Fehlentscheidung, geile Karriere, geile Ära, und Derrick Rose kann das nicht sagen und damit habe ich diese Debatte gewonnen. Punkt. Okay, du laberst. Frage an dich. Yes. Was wäre denn, wie er sich selber krönt? Hast du früher auch Arbeiten geschrieben, abgegeben und gesagt, ja, mal eins, bevor der Lehrer überhaupt drauf guckt. Also, was wäre denn aus Derrick Rose geworden? Wir wissen, Derrick Rose ist undersized. Wir wissen, Derrick Rose ist kein besonders starker Verteidiger.
Und wir wissen, Derrick Rose konnte keinen Dreier werfen. Die ersten, ich glaube, neun Jahre seiner Karriere bis 2018 hatte er eine 30%ige Dreierquote oder schlechter. Du willst mir sagen, in der Dreierrevolution hätte Derrick Rose jetzt schnell mal seinen Karriere-Shooting-Schnitt um 6-7% gesteigert? Weil dann sage ich dir, Beispiel, Russell Westbrook hat es auch nicht hingeschafft. Also, erstmal habe ich eine Frage. Ist Phelps für dich ein defensiv orientierter Coach? Ich sage mal so, er führt ein sehr strenges Regiment. Okay, ja. Aber warum ist, du sagst gerade, Derrick Rose war kein guter Verteidiger. Mir doch eben beigebracht, wenn das Team und der Coach Wert auf Defense legen, wirst du automatisch auch ein guter Verteidiger. Aber nur, wenn deine Anlagen dazu passen. Aha. Okay. Waren die Warriors in ihrer krassen Phase? Okay, waren sie dann gutes Defense-Team? Das heißt, Mello hat das Steph Curry zu einem herausragenden Verteidiger gemacht? Mello hat die Anlagen, aber hatte einfach in 20 Jahren NBA keinen Bock zu verteidigen. Nee, er hatte einfach nie das Team und die Philosophie um sich rum. Du kannst ja auch in die 90er gehen und mir Charles Barkley zeigen. Wenn ich dir dann sage, Charles Barkley unter Phil Jackson wäre besser gewesen, wirst du auch zustimmen. Um das Ganze jetzt mal mit einem drastischen Punkt nach Hause zu bringen. Derrick Rose, ja, wurde in seinem dritten Jahr schon MVP, hat sehr, sehr früh gepiekt. Haben wir schon mit anderen Spielern gesehen, siehe beispielsweise Dwight Howard. Bei Derrick Rose, ein athletischer Point Guard, der vor allem den Fokus auf die Offense legt, ist mein bestes Beispiel Russell Westbrook. Russell Westbrook, Triple-Double-Maschine. Russell Westbrook, noch krasserer Athlet als Derrick Rose. Trotzdem hat es Westbrook alleine auch nie hinbekommen. Hat es nie geschafft, einen Dreier zu entwickeln. Und ist jetzt was? Steuert auf eine mehr oder weniger enttäuschende Karriere zu. Okay, dann habe ich eine Frage. Und bei Derrick Rose wäre das Gleiche passiert. Wer hat für dich die bessere Karriere? Mhm. Mello oder Westbrook? Mello. Danke. Wieso danke? Du sagst, Derrick Rose hätte besser als Westbrook werden können. Mhm. Sagen wir, er wäre genauso gut geworden oder genauso erfolgreich. Das heißt ja dann, dass selbst wenn Derrick Rose sich nicht verletzt hätte und dann eine Westbrook-Karriere hingelegt hätte, hätte Mello immer noch, trotz dieses dramatischen Draftpicks, die bessere Karriere gehabt, dann kannst du mir doch nicht allen Ernstes sagen, dass er durch diesen Draftpick der Pistons mehr verloren hat als Derrick Rose, der jetzt nicht die Westbrook-Karriere hingelegen konnte. Dein Argument ist hinfällig, weil Mello hatte vom ersten Tag an ein viel höheres Ceiling als Derrick Rose. Derrick Rose bleibt immer noch ein 1,85, 1,88 Point Guard, der vor allem über seinen Speed dominiert hat in den ersten paar Jahren. Carmelo Anthony ist einer der größten Scorer aller Zeiten. Das Ceiling von Mello wäre Top 10 Player gewesen bei den Pistons. Also, und von Derrick Rose wäre es die Westbrook-Karriere. Ich muss gar nichts mehr sagen. Ich habe gerade dein Totschlagargument also, komplett widerlegt. Von 200 Kommentaren unter dieser Debatte erwarte ich 189 für mich. Ganz klar. Ganz klar, Leute. Sorry. Guckt euch, bevor ihr kommentiert, nochmal das Interview an von Derrick Rose nach seinem 50-Punkte-Spiel. Und dann kommentiert bitte diese Folge. Und dann will ich unter 190 will ich nicht sehen. Mir macht sich irgendwie gerade auf, wie du durch dein Leben läufst. Ich glaube, du gehst auch so in eine Halle rein und läufst so an den Platzanweisern vorbei und sagst, ich sitze Reihe 1. Ja? Dann hast du aber gar kein Ticket dabei. So wie Moneyboy beim London Game, auf jeden Fall. Shoutout. Du sprichst es einfach into existence. Ja. Da sind schon wieder die Parallelen mit Trump auch, ehrlicherweise. Wow. Okay. Ja, ich bin gespannt. Nein, ey, Leute. Sorry, ich weiß, wir sind schon lang, aber das will ich jetzt ausdiskutiert haben. Du willst mir jetzt ernsthaft sagen, weil ich gesagt habe, Mello hat sowieso eine bessere Karriere als Westbrook und ich vergleiche Derrick Rose mit Westbrook, sagst du mir, du hast das Argument gewonnen. Dabei ist das Ceiling viel höher von Mello. Aufgrund all dessen, was ich in den letzten 32 Minuten dir erklärt habe. Was aber die Pistons erreicht haben, was erklärt. Mello erreicht hat. Du hast hat. Mir nur gesagt, ich habe dir alles erklärt. Alles. Du hast nur gesagt, wir haben alle geweint, als Derrick Rose 50 Punkte gemacht hat. Das hast du mir gesagt. Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Nimm dir meine Notizen mit und lies sie dir zu Hause nochmal durch. Ich habe dir alles gegeben. Alles. Nice. Alles. Wir brauchen sowieso irgendwas im Kamin, was brennt. Leute. Lass die Leute doch entscheiden. Komm.
Ja, sie sind ja auch bisher kaum beeinflusst von dir. 198 Kommentare gehören mir. Okay, also Leute, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Was ist die größere What-If-Story? Carmelo Anthony bei den Pistons oder Derrick Rose, der sich nie verletzt und danach auch nie wieder verletzt, weil sein ganzer Körper scheinbar aus Zahnstochern besteht. Und Carmelo Anthony, der greatest defender of all time. Kawhi Jr. Weil Larry Brown eben gute Defense-Drills hat im Training. Kann man auch verargumentieren. Bei Larry Brown darf man zumindest nicht mit Handy den Defense-Girl in der Tasche machen. Okay, Leute, frohe Weihnachten wünschen wir euch. Checkt auf jeden Fall Siebers Debatte aus und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Haut rein. Ciao.